habe früher mit den Jungs im Kindergarten immer so ein bisschen gezockt und habe dann durch Giovanni Elber meine Liebe zum Fußball gefunden. Klar, auf der einen Seite gibt es immer dumme Sprüche, aber auf der anderen Seite, wenn man dann mal mit den Jungs zusammenkickt und man zeigt, dass man auch ein bisschen schießen kann, dann sind die direkt ein bisschen beeindruckt und schauen, oh, okay. Und ja, also hat man auch positive Erfahrungen mit. Klar hat mal einer eine andere Meinung von der Spielerin oder von wem der spielen soll, aber durch Gespräche, die wir viele führen am Telefon oder dann halt auch bei den Trainingseinheiten, kommen wir doch schon immer auf eine gemeinsame Lösung und können da beide immer mit gut leben. Die Mädels ziehen halt wunderbar mit in jeder Trainingseinheit, sind hoch motiviert dabei und dann macht es schon sehr, sehr viel Spaß, hier das Training zu leiten und auch zu coachen. Ja, wir wollen die Tabellenposition auf jeden Fall halten und ja, 30 Punkte ist das Ziel und daran arbeiten wir. Also wenn wir aufsteigen, dann kracht's bei Vorwärtsschwung. Sowas haben wir dann noch nie gesehen. Tolle Mädels, charakterlich einwandfrei, super sympathisch, es macht Spaß mit denen zu arbeiten. Die nehmen alles an, was man ihnen mit auf den Weg gibt und ja, der sportliche Erfolg kommt natürlich auch dazu. Und dann ist das ein rundum geiles Paket, die ganze Mannschaft, die Truppe.